Danke, danke. Nehme ich doch den, oder? Nimm den. Aber das ist ein kleiner. Reisen ist das Thema. Katharina, also da bist du ja die Expertin. Ja. Wo war dein letzter Trip, wo du warst? Tatsächlich war ich in Dubai und es steht jetzt an, dass ich nach Kopenhagen wieder fliege. Sogar nächsten Monat. Reisen ist natürlich mit Rollstuhl immer so die Sache, aber trotzdem überhaupt eigentlich kein Hindernis. Und ich finde, es ist nice, wenn man neue Orte sieht. Absolut. Und Reisen im Rollstuhl muss man immer ein bisschen organisieren, na, mit Unterkunft. Ja, das stimmt. Aber viele andere Länder in der Welt, USA, die auch schon recht gut barrierefrei sind, sind gut zu bereisen. Aber du schreibst ja auch Berichte über deine Reisen. Ein bisschen. Und auf deiner Instagram kann man ja auch einiges nachlesen. Das stimmt. Und ich finde es ganz lustig, nochmal zu erwähnen, wenn man als Rollstuhlfahrer reist, dann kommt man wirklich wie so eine Art VIP als Erster ins Flugzeug rein. Vielleicht als Letzter raus, aber als Erster rein. Und das vor allen anderen. Und das finde ich immer aufs Neue wieder cool. Das ist super praktisch. First Boarding. Genau. Stimmt. Schön. Katharina, wenn du jetzt aus deiner eigenen Erfahrung heraus Tipps geben würdest an Menschen mit Behinderung, was wären das für welche fürs Reisen? Also ich glaube auf jeden Fall, wenn man beim Check-in ist, dass man sagt, dass man Hilfe benötigt, weil dann bekommt man beispielsweise eine Person, die mit einem durch die Sicherheitskontrolle geht. Man kommt schneller voran, man hat wirklich diese Hilfe und meistens kennt die Person dann nochmal so Hintertüren, die man gehen kann, rollen kann. Richtig. Und das ist echt ein guter Tipp. Sehr gut. Hast du noch welche, die du teilen kannst? Im Grunde, wenn man in Begleitung ist, ne, dann ist das natürlich immer ganz gut und wichtig. Aber ansonsten ist die Welt groß und es gibt noch viele schöne Plätze, die du mit dem Rolli auch noch erkunden kannst. Das auch. Und Hilfe fragen kostet nichts. Also meistens sind die Leute immer super hilfsbereit. Ja,